Wir befinden uns hier auf der ersten Lehrlingsmesse, dem Karriere-Clubbing in Waidhofen. Sie sind hier auch Mitorganisator, aber Sie haben mir gerade von einer sensationellen Vision erzählt. Es ist so, dass wir in Waidhofen immer auch, was die Qualifizierung und den Bildungsstandort, natürlich verschiedenste Überlegungen haben. Und das geht von bis zur Fachhochschule oder dass wir eine Fachhochschule nach Waidhofen bekommen. Aber jetzt im Zusammenhang mit dieser ganzen Lehrlingsoffensive und der Facharbeiterqualifizierung wäre es auch denkbar, dass wir im Mostviertel eigentlich ein Kompetenzdienstleistungszentrum errichten für die Facharbeiterausbildung. Die Betriebe haben auch die Herausforderung, wenn sie ab und zu nur Lehrlinge haben oder kleinere Betriebe, dass sie einfach als Lehrherr auch verschiedene Dinge für die Lehrlinge natürlich leisten müssen und wenn man hier besser noch koordiniert und vernetzt, das könnte auch dort passieren. Und das Zweite ist, dass ja die Berufe, die erlernt werden, ja im Leben ein ständiges Weiterentwickeln praktisch erfordert, dass die Qualifizierung von fertigen Facharbeitern hier auch passieren könnte. Und was denken Sie da eigentlich genau? Waidhofen ist eine Schulstadt? Waidhofen ist eine Schulstadt und Waidhofen könnte hier für die ganze Region, für das Mostviertel oder für ganz Niederösterreich ein Vorzeigeprojekt oder Vorzeigeregion werden, wo eben einfach von ganz Niederösterreich oder von ganz Österreich Lehrlinge, Facharbeiter, Lehrherren herkommen und sich da im Bereich, wir hätten sogar, glaube ich, eine Fläche im Bereich vom Bahnhofsareal, wenn dort ein Dienstleistungsbürozentrum entsteht, ein Kompetenzzentrum entsteht, wo das passieren kann, mit dem Vorteil, dass wir ja, was den öffentlichen Verkehr betrifft, in Waidhofen sensationell vom Anschluss an die Westbahn liegen, weil wir sind von Waidhofen in 90 Minuten in Wien oder umgekehrt. Also das heißt, die Leute können sehr schnell nach Waidhofen kommen und wir können sehr schnell irgendwo hinfahren und brauchen kein Auto in Zeiten wie diesen. Ist auch der öffentliche Verkehr wichtig und der Bahnhof von Waidhofen wäre der ideale Standort dafür, weil man kommt nie irgends, vor allem aus der Region um Waidhofen, so schnell öffentlich weg ist wie in Waidhofen vom Bahnhof. Ein Thema, das sicherlich auch den Bürgermeister zum Ohrenspitzen veranlassen wird. Ja, freilich. Ich bin sicherlich überzeugt, dass das ein Zukunftsprojekt ist und glaube auch, dass die Gemeinde hier starkes Interesse hat. Und vor allem haben wir dort auch wirklich Potenzialflächen, wo das passieren kann.